Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video in meinem Adventskalender 2018, 24 farbenfrohe Tage. Und heute möchte ich euch ein paar Podcasts empfehlen. Ich habe im letzten Jahr, genau, ich habe schon 2016 angefangen, Podcasts zu hören. Das war für mich was komplett Neues. Ich kannte das vorher gar nicht. Ich hatte den Begriff mal gehört. Irgendwann früher gab es halt mal so Podcasts, sowas ähnliches wie irgendwelche Radioshows. Und durch die Awesome People Conference 2 im letzten Jahr bin ich auf Podcasts aufmerksam geworden und habe mich im ersten Moment dafür interessiert, weil es für mich als Kanal halt super toll war, weil ich gerne mit meiner Stimme arbeite, weil ihr mir ganz oft sagt, wie toll ihr meine Stimme findet. Und dann dachte ich, ist das doch das perfekte Medium für mich, weil beim Podcast ja nur die Stimme aufgenommen wird. Ne? Ist nicht so wie hier, wo man auch ein Video dazu hat. Und dann habe ich natürlich angefangen, selber Podcasts einfach zu hören. Und vom einen kommt man zum anderen, zum nächsten, zum übernächsten. Ich habe eine unglaublich lange Liste mittlerweile, was ich an Podcasts so alles abonniert habe, auch in verschiedenen Themenbereichen. Und Podcasts sind für mich für den Alltag halt super gut, weil ihr könnt die herunterladen, könnt die dementsprechend auch offline hören. Und dementsprechend höre ich beim Spazierengang gehen Podcasts. Ich höre beim Putzen Podcasts. Beim Kochen, natürlich ist, wenn ich in der Bahn sitze, im Bus sitze, wenn ich halt unterwegs bin, höre ich fast ausschließlich Podcasts. Ich höre mir auch mal gerne abends im Bett nochmal einen Podcast an oder ich liege auch einfach mal auf der Couch und höre einen Podcast und kann halt die Augen zumachen. Also man muss nicht die Augen zwingend aufhaben, weil man jetzt ein Video schaut. Deswegen finde ich das manchmal als Alternative zu YouTube ganz interessant und ich bin froh, dass ich es entdeckt habe, weil einige von den Menschen halt einfach nicht auf YouTube sind. Und ich super viel, also aus Podcasts noch mehr für mich mitgenommen habe und gelernt habe als aus YouTube-Videos. Und heute möchte ich euch 5 ganz unterschiedliche Podcasts empfehlen. Und wir starten mit dem aus meiner Liste wahrscheinlich auch bekanntesten Podcast. Und das ist auch der Podcast, mit dem ich selber gestartet bin. Und zwar ist das Happy, Holy and Confident von Laura Marlina Seiler. Sie ist, so spirituell gesehen ist sie absolut mein Vorbild. Und ihre Kernaussage, was ich auch so für mich immer wieder mit in den Alltag nehme, ist, immer im Hier und Jetzt zu sein. Hier zu sein. Nicht an morgen zu denken und nicht an gestern zu denken, sondern hier in dem Moment zu sein. Das ist so ihre wichtigste Aussage, finde ich persönlich. Und sie hat auch ein paar tolle geführte Meditationen dabei. Und da geht es auch wirklich so darum, ne? Wie du mehr Energie in deinen Alltag holst, wie du einfach spiritueller leben kannst, wie du glücklicher werden kannst. Und sie hat so eine angenehme, fröhliche Art, ist so, so toll. Und sie hat auch ein Buch rausgebracht, was ich übrigens auch sehr, sehr, sehr empfehlen kann. Mögest du glücklich sein? Das verlinke ich euch gerne auch mal unten in der Infobox. Ich habe gesehen, dass sie ein Buch rausgebracht hat und habe sofort vorbestellt, als es möglich war, weil ich, ja, ich mag sie einfach total gerne und musste da selbstverständlich dieses Buch auch lesen. Einen weiteren Podcast, den ich auch schon unglaublich oft empfohlen habe, ist von Annika, der Avocado Radio Podcast. Und da geht es halt wieder um ein anderes Thema. Da geht es nämlich um Ernährung und wie man mehr Energie durch die richtige Ernährung in sein Leben holt. Sie hat aber auch so ein paar andere Themen angesprochen. Zum Beispiel geht es auch mal um Selbstliebe, um besseren Schlaf. Das fand ich auch super, super interessant. Also von Annika habe ich so viel gelernt, habe so krass meine Ernährung nochmal umgestellt, Produkte durch andere ersetzt und habe da wirklich gemerkt, wie ich einfach wieder fitter werde, wie ich mehr Energie habe. Und das waren so simple Sachen einfach. Also das kann ich euch auch wirklich sehr empfehlen. Dann ein weiterer Podcast und zwar von Claudia Engel. Der Name ist ja schon so super toll. Glück in Worten. Das ist auch so, ich sag mal, Persönlichkeitsentwicklung für den Alltag, für den Einstieg. Da geht es halt zum Beispiel darum, ne, wie kommst du aus einem Tief raus? Wie kannst du alte, eingefahrene Glaubenssätze durch neue ersetzen? Super, super schön. Sie hat auch so eine geniale, angenehme Stimme. Das ist halt das Schöne am Podcast hören. Die meisten Leute haben halt einfach auch so eine angenehme Stimme, wo du so entspannen kannst beim Zuhören. Das ist richtig, richtig gut und Claudia gehört da absolut dazu. Sie ist auch Mama, deswegen, das mag ich ja auch immer gerne, wenn dann da auch so ein bisschen die Verbindung da ist. Super schön. Und dann noch 2 Podcasts. Mit dem Thema habe ich mich auch wirklich dann erst angefangen zu beschäftigen, weil ich durch Podcasts drauf gestoßen bin. Und zwar ist es die Weiblichkeit. Unser weiblicher Zyklus, wie der eigentlich wirklich funktioniert, wie er uns beeinflusst, wie wir mit diesem Zyklus leben können und nicht gegen ihn.
was wir eigentlich für eine weibliche Macht haben, was unsere Gebärmutter eigentlich für ein kraftvolles Organ ist. Also jetzt nicht irgendwie, ne, medizinisch gesehen, sondern was da alles eigentlich. Das ist halt das, was ich immer wieder sage, was ich immer wieder meinen Mamas im Coaching sage. Macht euch mal wieder bewusst, was ihr alles geleistet habt. In euch ist ein Leben gewachsen. Ihr habt es auf die Welt gebracht, was wir alles schaffen können als Frauen. Und da habe ich dann halt wirklich auch angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wie war denn das, als du das erste Mal deine Tage bekommen hast? Und wie, mit welchen Merkmalen, welchen Eigenschaften wurde das halt auch von deiner Familie, von deiner Mutter belegt? War das was Ekliges? War das was Unnatürliches? Oder war das was Wundervolles? Etwas, was Leben erschafft, was dich zur Frau macht, etwas, was man feiern kann? Und da aus diesem Podcast nehme ich ganz, ganz viel natürlich für mich persönlich mit, weil du kannst das immer wieder für dich ändern, die Sicht auf die Dinge, auch die Sicht auf deine Periode. Und halt im Hinblick darauf, wenn es wieder dann irgendwann mal in das Alter kommt, gehe ich dann damit um? Ganz, ganz anders kann ich jetzt schon sagen, als es bei mir halt gemacht wurde. Und da habe ich schon ganz viele tolle Ideen, wie du das halt auch feiern kannst, damit das Mädchen sofort in eine ganz andere Haltung zu ihrer Periode kommt, zu ihrem Zyklus. Und da kann ich euch zwei Podcasts empfehlen. Und zwar ist das zum einen Celebrating Yin. Also Yin steht ja für die weibliche Energie und das Yang für die männliche Energie. Und da geht es auch so ein bisschen darum, ne, in der weiblichen Energie zu leben. Was bedeutet das eigentlich? Und The Wonder Woman Podcast. Und da geht es halt auch um Frauenthemen, um Weiblichkeit. Die haben mir auch beide sehr geholfen und sehr gefallen. Diese fünf Podcasts findet ihr jetzt unten in der Infobox verlinkt. Für diejenigen, für die Podcasts was Neues ist. Einige Podcasts gibt es auch auf YouTube, zum Beispiel von Laura Marlina Seiler. Die stellt die Podcasts auch auf YouTube zur Verfügung. Da könnt ihr die auch da schauen. Ihr müsst nicht zwingend Apple-User sein. Bin ich auch nicht. Bei Apple ist es natürlich iTunes. Ladet euch runter, sucht euch die Podcasts raus, abonniert die, könnt ihr hören. Wenn ihr jetzt wie ich halt kein Apple-User seid, dann gibt es für Android die Alternative oder mehrere Alternativen und ich benutze Podcast Addict. Das ist kostenlos, könnt ihr euch runterladen und könnt dann ganz automatisch auch über die Suche die Podcasts suchen, abonnieren, hören. Kann ich euch ja nochmal unten in die Infobox schreiben. Podcast Addict heißt das. Genau, also für alle, die noch nie einen Podcast gehört haben, macht's unbedingt mal und schreibt mir dann gerne, wie ihr es gefunden habt. Schreibt mir auch gerne eure Podcast-Tipps und Empfehlungen unten in die Kommentare. Bin ich sehr gespannt. Ich freue mich immer, neue zu entdecken. Und schreibt mir gerne, wenn ihr mal bei dem einen oder anderen reingehört habt, wie ihr es so gefunden habt. Ob das ein Tipp für euch war, ob euch das gefallen hat. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann. Tschüss.